Microphone activated. Sound resumed. Was geht, was geht, was geht? Hallo, hallo, hallo. Na? Witcher noch full mute? Ne, warte, der hört mich nicht. Oh no, Alter. Warum hört Witcher, er mich nicht? Witcher, he can't hear us. He can't hear us, aber wir sind am Start. Das Airport, oh. Junge. Junge. Hallo. Ich starte mal einfach kurz TS neu. Disconnected. Technical difficulties, guys. I'm sorry. Ja, alles gut. Wango, 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 was geht, Phil? Alter, weh, du drückst nicht gleich richtig hart. So. Oh, danke für den Sub hier, Angel, Alter. Ja, wer ist denn das, Alter? Ehrenmann, Digga. Gern geschehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht daran liegt, dass du da mit drin bist, dass man mich da gar nicht hört. Ja, vielleicht musst du da den Sound-Output auch ändern. Einfach bei Hallo? Nee, man hört mich gar nicht. Ja, du musst da einfach den Output musst du jetzt auf Moin, Voice Meter setzen. Da, genau da. Voice Meter. Genau, das musst du einfach auswählen. Hallo? Hört man mich? Nee, man hört mich überhaupt nicht. Franz, es funktioniert nicht. Junge, das ist... Nee, das ist das Capture. Naja, gut, Capture muss ja einfach das Mikrofon halbwegs Podcast HyperX. Müsste das eigentlich sein. Hallo, ja. Jetzt hört man jetzt mich. Hört man. Es hat noch nicht mehr funktioniert, ja, mit jetzt Default. Hört man nicht. Okay. Alright, perfekt. Ja, wir haben so eine Software installiert namens Voice Meter, damit Franz auch Sound hören kann. Ja, ich höre jetzt alles hier. Ja, ich kann und alles hören. Hockt und gut aussieht. Habt ihr zwei Headsets auf oder wie? Ja, quasi. Und das hat aber hier ein bisschen reingeschissen, aber wir haben es jetzt gefixt. Also, Boys and Girls, ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid heute zum Showmatch. Ein kleiner Vorgeschmack aufs Grand Final. Weißt du, wie nennt man das? Appetizer. Ein Appetizer, ja. Die Pre-Show quasi. Ja, Drunken After gegen Zaza After. Wie bei der WM, wenn der Clown nochmal durch die Manege geführt wird, bevor Messi und Ronaldo auf die Bühne kommen. Genau. Wenn Saltplay nochmal durchs... Ich kann dich hören. Ja, ich höre dich im Chat. Oh Mann. Ja, genau, das ist das Vorspiel hier jetzt. Also, Drunken After haben es geschafft, ein Lineup zu assemblen. Leider hat Sedo nicht geschafft und Karl Rasur. Aber dafür kommen Knacks und Gulen, die auch schon im regulären Turnier für die Boys gezockt haben. Und die meinten halt schon immer, wenn HSC im Pool wäre, was es halt leider nicht war bei ACS3, würden die halt drüber fahren. Deswegen testen wir jetzt, ob dieses Statement true ist und haben entsprechend eine der bestmöglichen anonymen Auswahl in Form von Zaza After assembled. Ich und bin zwar, so hyped. Das ist insane. Und zwar David von Anonymous Alcoholicus, Carpster von X-Impact, Simi von Pirmasensa Inferno, Kala von Pirmasensa Inferno und der OP-Endgegner Saure Gurkenlecker, der Manager, Coach, Social Media Manager, die Scheiße von Pirmasensa Inferno, also Banger-Team. Also es ist quasi das Pirmasensa Inferno minus ich und minus Swanson und minus Schuster und sie haben sich noch zwei Verstärkungen angeholt. Und Saure Gurkenlecker ist quasi aus der dritten Reihe wieder nach vorne gesteppt, wie Gorbet damals. Weil man kann ja den ganzen Scheiß hier, den ganzen Noobs nicht überlassen und deshalb kommt er jetzt. Junge, Alter. Und wird da Meinung zu dem Thumbnail von Mucke fucking Essen. Ich komme auf die geilsten Sachen. Und da wird es einfach age-restricted. Unser letztes YouTube-Video wird age-restricted, weil fucking im Titel stand. Tja, das hätte man nicht. Obwohl es nicht ein fucking ging im Video. Es war einfach nur ein 1v5 mit der AWP. Ich finde, da sollte YouTube nochmal reingucken. Echt so, schaut da rein. Ihr müsst euch einen Account jetzt machen, um mich da zu gucken. Warum geht mein Streamdeck nicht? Ah, technical difficulties. Da kann aber der Voice-Meter unmöglich was mit zu tun haben. Nö, denke ich auch nicht. So. Okay, die Software hat sich einfach nur beendet. Das ist natürlich auch stabil. Ja, Jungs, macht doch einfach mal One ein bisschen go. Mehr. Ja, One Go, macht doch ein bisschen mehr Werbung. Hier 24 Leute, das ist hier ist das Big Final. Da sind Big, ach jo, hier sind wir, hallo. Ne? Aber die Ehre. Macht mal ein bisschen Werbung. Hier muss mehr Traffic rein.
So ist, denke ich, ganz fein, ne? Ist die Kamera auch ganz nice ausgerichtet? Ich glaube, es passt so, das kann man so lassen. Ich finde, es sieht super aus. Ihr seid auch beide schön gekleidet. Dankeschön, dankeschön. Okay, sehr, sehr lieb. Ja, wir machen hier mal den Ingame-Sound an. Hört man es gut? Ich meine, jetzt wird nur gesteppt, aber ja. Ja, das ist auch, das ist richtig, das ist auch nur fürs Showmatch, später ziehen wir uns dann wieder normal an. Okay, ich schreibe kurz denen, dass sie Go machen sollen. Also noch ist der Stream schwarz, das wisst ihr wissen. Noch ist, ja, weil ich rausgetappt bin. Passt. So. Jetzt müsste gleich. Jetzt, warte kurz, oh Gott, ich habe Go geschrieben. Oh, aber warum ist denn immer noch schwarz? Ich habe Laufwerk-Party-Software drin. Warte, dann schreibe ich nochmal kurz Pause. Pause. So. Ja, was wär's so? Ich hab noch nicht aufgestreamt. So. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich bin neu hier. Neu, ja. Ja, also normal liegt das daran, dass meine Laufwerk-Party-Software nicht in den Start-Settings habe. Ich habe es ja gerade reingemacht. Also habe ich mich vielleicht also verschrieben. Die Nightfront, ja, ich hab mich fett verschrieben. Ja, nein, ist egal. Was passiert hast. Ich habe Laufwerk Black Software geschrieben. Okay. Und ich weiß nicht warum. Ich weiß auch nicht, was das heißen soll. Aber immerhin ist es kein magisches Problem, was ich jetzt nicht gefixt bekomme. Das ist doch das so Probleme hätte ich keine öfter. Jetzt müsste ich hier gleich aufpoppen alles. Wenn es jetzt gestartet ist. Bitte. Bro. Immer noch nicht. Ja, die machen brav Pause. Ich habe die alle angeschubst, dass die Pause machen sollen nach der Knifefront. Nicht, dass die da jetzt einfach loszocken. Witcher, du bist ja im GoTV, oder? Jo. Nein, es gibt noch Pause. Gut, stabil. Bevor bin ich nicht allow third party software. Ich habe mich nicht verschrieben. Warum geht denn das nicht? Hast du das schon öfter gehabt, dass du das dann nachträglich reingemacht hast und dass der Stream dann... Ja, das ist, okay, das hat normal immer funktioniert. So. Ich musste halt immer rebooten. Ach man. Jetzt weiß ich nicht, woran es liegt. Jetzt liegt es doch an deinem Scheißprogramm. Ja. Aber dafür machen wir das Showmatch, dass sowas nicht im Grand Final passiert. True. So, ich hab's jetzt nochmal hingeschrieben, dass ich mich safe nicht verschrieben hab. Jetzt check ich noch kurz Game Capture CSGO Properties Capture Specific Window CSGO.exe sollte eigentlich gehen. Danke, Schulle, für deine Contribution zum Knife Giveaway. Lang wird's immer dauern, dann sind auch wir live. Kuss, Diggi. Kuss, Diggi. Du bombst mir aggressiv gegens Knie, mein Bester. Sorry, Bruder. Ein guter Bester. Ja, was soll ich sagen, Digga? Ich hab keine Ahnung, warum wir Blackscreen haben. Ach, Witcher, Digga, was soll die Scheiße? Kann ich dir nichts sagen. Du bist hier der Profi. Also das ist jetzt echt annoying as fuck, weil ich hab jetzt alles eigentlich gefixt, woran es nochmal liegt. Sieh auch alles aus. Thank you for the sub. Was ist es? Abster. Okay. Grüße. Ja. That's us. Boys and Girls. Erzählt mal hier ein bisschen mit mir im Chat, dass ich das ein bisschen überbrücken kann. Ja, ich so. Gönnt mal. Ja, genau. Hanna, geh einfach wieder und dann wird's auch wieder funktionieren. Nee, bleib hier. Spaß. It's not your fault, it's my fault. Ja, aber geh mal eine rauchen. Dann zitterst du auch weniger, das passt. Aber ich weiß nicht, wo es liegt, aber das packt mich jetzt mies ab. Es ging doch normal immer. Es hört jetzt einfach auf zu funktionieren. Oh. Okay.
Ja, man sieht jetzt mal das Game, aber die Cam ist weg. Man sieht halt die Cam jetzt nicht mehr. Ja, ja, weil die ganz oben war. Junge, hier sind wir wieder. Okay, ich habe da jetzt einfach Game Capture CSGO 2 gemacht und das funktioniert. Okay, anscheinend. Okay. Game Capture CSGO ging nicht mehr, schade, das Digga. Das funktioniert so. Nimm mal mit, okay, dann schnell GoTV eingeben und rein auf den Server. Junge, jetzt habe ich Roden gerade eine rauchen geschickt, scheiße. Roden, Alter. Roden. Ryan. Ein Roden. RHDN, Alter. RHDN. Jerseys Leben. Ja, es klappt! Ich hab nichts anders gemacht als vorher. Yay! Damit weiß ich auch, wie ich es das nächste Mal fixe. Junge, immer weiter dasselbe machen. Alrighty. Ja, Ryan ist rauchen, ja, ihr wisst. Das ist jetzt unfortunate. Aber, das gibt uns vielleicht Invalid auch. Invalid Pyramide, was? Das gibt uns jetzt vielleicht noch ein bisschen, Ah, ich geh einfach rein. Jungs, ihr könnt Go machen jetzt, es hat funktioniert. Alles klar. Jungs, ihr könnt Go machen, ihr Geilen. Das gibt uns jetzt vielleicht nochmal kurz Zeit, über das Game zu reden. Okay, jetzt fix ich noch kurz das Hut hier, indem ich... Perfekt. Drunken After haben wir schon jetzt ein paar Mal gesehen. Immer geiles Team, immer geile Interviewgäste. Immer nice. Sie haben kein Game geholt, wenn ich mich richtig erinnere. Doch. Sie haben lebt deinen Traum besiegt im Tiebreaker. True, sie haben den Tiebreaker gewonnen. Danke Tisch für dein Prime. Stimmt, das habe ich vergessen. Aber kein jetzt, kein Game vorher. Oh, es geht los. Wie ist das denn hier jetzt mit Knife? Knifen die frei? Ja, oder? Das ist eine Taser-Runde, Bro. Junge. Warum haben die Knife? Also ich hab Taser geaddet, unendlich viele. Aber die haben auch Knives. Ich weiß, sind da noch welche AFK? Ja, da kann man ja nur sich hochboosten, I guess. Junge, die haben einfach gedacht, wir starten, weil wir sind da oben eh noch AFK und da kommen sie nicht hin, oder was? Junge, das ist geil. Okay. Oh, da wird getasert. David. Ey, die kommen da einfach nicht runter, Alter. Das war aber auch... Junge. Daumen lecker! Er hat sich da den Freekill abgeholt aus der Luft. Oh. Ich habe das Gefühl, sagt er auch, dass er nicht verstanden. Jetzt haben die erst gereicht, was eigentlich abgeht. Ja gut, scheiße. Warum tasert er denn nicht zurück? Ja, man muss doch gemerkt haben, dass das unendlich lang ist. Junge, ich bin echt dranken auf, das ist so los, Digga. Junge. Ich hab alle meine Coins auf Drunken After gesetzt, was soll das denn? So, jetzt die Frage, gönnt sich Sasa jetzt die fette T-Start? Ich denk mal schon. Ist ja, denke ich, Meta. Und diese Map ist wie ein Fiebertraum. Wait, sie geben Drunken After Tee, okay? Okay, aggressiv. Heavy. Vielleicht war das dann auch einfach Taktik von Drunken After. Ist Ingame laut genug? Kann man ein bisschen lauter machen. Ja, das Ding sieht mal aus, als wäre es fallen. Ja, es ist aber nicht im gelben Bereich. Das ist aber gut. Ich dachte eher zu leise vielleicht. Der 5er Duel bei, mit 4x Kevlar. Nee, hey, Jungs, ich hab ein paar Dinge verändert. Die Default Pistol ist in beiden Games Duels. Für beide Teams Duels und man hat immer einen Taser mit. Schön, der Heli hebt ab und skillt. Und da ist der erste Kill gefallen auf Film. Boah, Landfranz aggressiv. Danke, Tisch, für den Gifted. Kusi. Was hat bekommen? Kusi. Junge, Drunk After fahren richtig rein. Boah, Junge, Langfranz. Was? Ihr spielt ja Main Duels. Finale dann auch so. Junge. Ja, safe. Krank. Finale auch so. Junge, bis jetzt nur David der Einzige, der sich hier mit dem Kill belohnen konnte. Krank. Oh Mann, Alter. Und die Tees kaufen gleich aggressiv runter, Alter. Und man macht hier eine Full-Eco bei den CTs. Oh, aber Ryan ist mies aggressiv bei Form. Kala ist mies aggressiv in die Wand. Oh, die... Oh, Ryan! Film kommt nicht. So. Oh, David aber. Erfolgreich.
So, Kalar. Oh! David hat Borian getasert, aber Ryan, das ist sein Ace, wenn er da jetzt noch David findet. David macht das Ace. Nee, Ryan kann das Ace machen. Er ja David auch. Ja, oh, ja das ist Ace gegen Ace. Aber ich jetzt auf Ryan ist greedy, ein bisschen David. Oh, ja, der ADHL mit dem Ace! Geil! Oh ja, Overlay. Ja, halt mal ein bisschen danke, im Bro. Chat. Oha, danke, ja, Overlay wird bitte sofort Bescheid sagen. Wait, ich kann das gar nicht droppen, weil wir kein Veto hatten. Ich muss jetzt hier kurz ein Veto inszenieren. Witcher zu leise. Mach ich sofort lauter. Auf auf der Mann, wenn ich das fixe. Oh, hier wäre währenddessen semi-aggressiv. Oh. Hallo. Jetzt. Saugut, lecker Cam. Saugut, lecker. Wirklich, diese Cam, die lohnt sich. Die lohnt sich wirklich. Darker Break von Langfield. Aber auf der anderen Seite wartet Saugut, lecker gecrowned. Oh! Und, die Hits war nicht schlecht. Die Hits war nicht schlecht. Okay, Overlay. Müsste gleich gefixt sein. Perfekt. Simi in 1v2, also Drunken After scheint hier wirklich auf ihrer Homemap zu drücken. Aber Simi weiß auch, er hat eine Ahnung, hat hier keinen Kopf gesehen, aber er weiß, wo lang Franz ist. Knacks ist unknown. Die Agency, Alter. Also Drunken After sind wirklich Agency, man. Da muss Simi... Oh, und er kriegt's, obwohl er es nicht pre-aimt. Und jetzt... Simi versus Knacks. Er weiß halt immer noch, er weiß, wo lang Franz ist. Simi kann hier das nachholen, was er mit Peace in nie geschafft hat. Eine Runde holen. Das ist gelogen, wir haben auch zwei Runden geholt. Das aber LET haben wir nämlich auch besiegt. Wer von Abelix 16-0 genommen wird, Alter. Ach, das war ja für Film. Oh, er muss durch den Piepser. Oh, oder er macht das. Das hat Langfranz natürlich gehört. Simi sieht ihn nicht durchs Glas. Oh, Simi springt. Oh, aber Langfranz war auch nicht clean. Was ist Sasa? Weiß ich nicht, Mann. Ich komme aus dem christlichen Haushalt. So, ich mache Witcher eben mal lauter. Sag mal was, Witcher. Moin, moin. Ich denke, so ist fein. Ach, das ist gar nicht cozy. Und die CTs kaufen immer weiter rein. Aber ich finde es schon toll, dass sie da angefangen haben. Überhaupt ist trotz gewonnener Taser Round das CT zu gönnen. Hier mit der Pharma. Oh, die Flash, ey. Aber lang, Franz hier. Die Nate kommt nicht. Oh, Saugut, lecker! Was? Oh, er hat den Kill bekommen! Junge, die Scheiße! Oh, Junge! Saugut, lecker! Der war nice! Junge, krank! Kranker Frag! Aber warum hat er sich denn da nicht hingedreht? Der das war gesehen. Einfach, das war psychischer Terror auf Karpstein Klatsch. Aus. Er kennt die. Oh, warum aber zieht der Knacks da oben? Überhaupt nicht. Was macht denn Knacks? Oh! Die Smoke, Cold. Oh. Aber Ryan, Junge, Ryan, Alter, der drückt ja richtig, Alter. Der hat Bock. Normal ist er erst auf Borians Level. Und saure Gurkenlecker vor Kalar. Ja, wie gestern halt. Wie immer. Danke für die Bits, dich. Oh, Junge, die Kanalwette habe ich auch nicht geschlossen, Digga. Ich schwöre, ich bin aus der Routine, Digga. Ja, jetzt habe ich sie geschlossen. 40% auf Drunk After, 60% auf Sasa After. Das hat wohl niemand ausgenutzt hier. Sechs Aulich, Alter. Kalar, oh. Das wäre schön gewesen. Langfranz fährt da immer oben rein und nimmt die alle einfach Pops. Oh, der war richtig geil. Junge. Ein HP und ein Taser. Ne, es sind 4 HP. Ja, Simi hat kurz überlegt. Er ist schon wieder. Aber Kalar überlegt auch. Da traut man sich nicht. Das sind die Paras, die schieben im Team Sasa After. David muss da mehr machen, Alter. Ja, GG RIP Kanalpunkte. Wer setzt den auf Sasa After? Ganz ehrlich. Das werde ich jetzt auch immer verteidigt, ganz ehrlich. Also, bitte. Ja, chill mal, es ist die T-Side. Vielleicht auf T kann auch die sein, denke ich.
gegen 4. Digga hat Lags. Und er geht auch lieber auf Deagle als auf M4. Guck mit Wacken ab, das ist so ein Schwitzen, Digga. Die wollen jetzt schon Match so dringend holen. Ah ne, er fährt jetzt. Cool. Er hat 0 Schuss! 0 Schuss, Brudi! Update! Ich finde, da hätte mir der Bullies auch mal den Kill noch geben können. Ich glaube, ich ziehe gleich mal meine Schuhe aus. Ja, das kennen die ruhig, Bro. Tryhard. Guck mal, ich bin hier nicht nur bis zur Hüfte wie die anderen Streamer. Ich habe hier meine schicken Hosen. Und. Boost Reveal. Let's go. Und. Ah! Meine schönen Lackschuhe von der Firma Peter Kaiser. Die werden, wenn wir heute die 100 Subs knacken, werden die später versteigert. Also wenn wir die verlosen in der Community. Langfratz wieder da oben im Office mit der AWP. Er kassiert einfach nur Feld von Phil, ohne ihn zu sehen. Unlucky. Was passiert da, wenn du immer dasselbe machst? Die Molly-Lineups. Ja, kaum wird mit Fuß erwähnt, ist Felix im Chat. Das war ja auch irgendwie. Ah! Logisch. Sie wie Feld gegen Morian. Der Lang hält wie ein 1. Oh, Saro Gurkenlecker, er crawlt. Saro Gurkenlecker! Oh, Saro Gurkenlecker, Headshot gedrückt, was hat er durch die Corner? Weiß auch, Gurkenlecker geht zu viele Headshots rein, dafür ist er ganz komisch, ey. Junge, Carpstar, der AWP, dafür ist er nicht bekannt. Not bad, not bad. Bringt er die weg? Ja, Suicide. Das wird schon. Oh, schade, Digga. Ist ja, er hätte fast gemacht. Kala holt einen und das ist 2v2. Oh, der Step. Und die steppen aber wirklich aggressiv beide. Ich glaube, das sind die Verwirrungstaktiken. Der geht jetzt so oft durch, dass du siehst den Kala. Kala, du siehst den. Kala. Oh nein. Oh Gott. Oh nein. Ich glaube, Knax ist der Kala von Drunken After, Alter. Die sind beide richtig hart. Das war hier aber auch gerade ein Duell. Ja, Sasa gönnt sich halt irgendwie keine Runde. David kriegt doch irgendwie nicht hin zu carry. Nee. Okay. Vielleicht muss er einen taktischen Disconnect machen. Oh, kann er sich drehen nachher. Taktischer Disconnect. Das Showmatch würde das aber auch irgendwie passen, Alter. Double CT Orb jetzt. Junge, Double CT Orb, hast du gerade gesagt. Ja, ich verstehe halt wirklich nicht, warum man hier auf CT gestartet hat. Weil so wie ich so einen Simi kenne und so einen David, wenn da die eine Hälfte nicht gut läuft, hat man keine Energie mehr für ein Comeback. Sasa After halt, ne? Nur saure Gurkenlecker hat da noch Energie. Kala, er riecht lang, Franzien nicht. Oh, Simi hat Suicide. Nein. Es kommt ein Übel nach dem anderen. Drunken After, Digga. Ich habe uns bisher nicht zu wenig, nicht zu viel verbrochen. Auf Agency, muss ich sagen. Kapsel muss ein Game abstellen. Jeder muss das Game abstellen. Ja. Junge, jetzt weiß ich mal, wie das ist, uns zuzugucken bei meinem Match. Ist ja schlimm. David ist auch nur am Choken. Tja. So. Ich droppe jetzt gleich mal die erste Challenge, hä? Damit das Game jetzt spannend wird. So. Weil das wird mir jetzt so one-sided. David hat den Tobi gemacht am Fenster. Was ist denn jetzt in dem Zusammenhang der Tobi? Achso, okay, ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ja, David hat auch den David gemacht. Was macht David tatsächlich? Nächste Runde hin? Drunken After Shotgun Only. Ich hoffe, die sehen das auch. Die müssen das sehen eigentlich. Das er ist aggressiv untergegangen. Oh, der Machen Sie Shotgun Only? Nein, sie shoppen noch eine Arcana. Eine Scout. Sehen die das nicht? Die müssen das sehen, Digga. Eigentlich sehen sie es schon. Glaube ich. Ich glaube, sie consideren. Nee, sie switchen einfach nur die Waffen. Nie und nimmer würden 5 Leute nicht ignorieren, oder? Ich weiß nicht, vielleicht sind die auch einfach nur hella drunk. Kommt das Licht? Die wollen Gurken halt. Easy Kick, okay, danke. Kala, guck, ich glaub, die wollen da ganz seriöse 16-0 machen. Ich,
einfach die CTs am Shotguns gekauft. Ich muss jetzt an dem Wort stehen. Ja, chat noch mal rein, sonst wissen die ja nicht, was ist. Oh Junge. Junge, die sind so mad. Das war Sekunde Bomber überhaupt nicht. Wir haben den Live-Beweis hier. Der Chat kann's beweisen. Nee, boy. Nicht mit uns. Und da bin ich bei sauren Gurken. So geht's nämlich nicht. Scheiße. Spaß ist ja schön und alles, ja? Aber so nicht. Join die nochmal. Safe kriegen die anderen das jetzt nicht hin, nochmal re-to-collecten, Alter. Oh, es ist nur noch einer. Haben die jetzt noch überhaupt noch Geld für eine Shotgun? Sie kaufen wieder keine Shotgun. Nee, jetzt. Ich schreibe nochmal hier. Pistols und Shotguns. Ja, I guess Pistols haben sie ja sowieso. David dreht sich auch. Taktisches Swimboard. Das war POV von Lootbed Cup Admin. Pistols erlaubt ja, I guess, oder? Ja, die müssen jetzt sicher ein Pistol wegwerfen. Aber die Sache ist halt, ich werde auch Sasa After Challenges einschenken, also es gibt da keinen Bias. So nicht, nämlich. Aber jetzt gerade, wo Drunken After so fahren, will ich erstmal sehen, ob Shotguns reichen, weißt du? Ich glaube, das wird eine spannende Runde für die, oder? Ja, das ist echt noch nicht. Weil Sasa fühlt sich jetzt auch ein bisschen auf der sicheren Seite, weißt du? Die denken. Schieß mit Deagle? Ja, haben wir ja gesagt, war okay, aber den hätten sie auch mit Shotgun Only geholt. Ja, also, denke ich auch. Das war POV Loot, wenn ja, und gut. Oh, und der Lecker ist der Einzige, der die Fahne hochhält bei Team Sasa. Und jetzt eigentlich der Aposimi ist. Oh. Alter, Sasa After, Digga. Das ist auch eine Kombi, die können den klar. Wenn ein Duo in Sasa After den Klatsch noch holt, dann ist es Simi und saure Gurkenlecker. Die harmonieren so krank in CS, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, nächste Runde müssen die Deagle Only fahren. Ey, das sah auf Sasa After so gebumst werden. Junge Gurkenlecker, holt er sich noch ein. Oh nein! Lang war 17-4, Digga. 17-4. Oh, ich hab ihm nur einen dranken After, Deagle Only. Ups. Deagle Only, Mann! Die checken's nicht, Digga! Ich kick die alle! Wir haben alle eine Deagle Line, oder? Boon auch, Alter. Oh, okay, Glück gehabt. Ich werd schon so sauer, Alter. Die sind halt alle so fucking besoffen, das ist das Problem. Oh, gut, lecker! Kommt der zweite? Junge. Also guten lecker. Oh, die Glowly reicht nicht. Außer Goon macht jetzt ready. Goon hat einen Double Kill geholt. Gib dir diesen Schlitz an, Digga! Sie kennen die Map wirklich. Oh nein, was macht Phil? Oh, die nervt. Wir werden so werfen. David und saure Gurkenlecker sind die letzte Hoffnung von Sasa After. Ja. Oh nein. Aber er ist schon weg mit David. Oh, David, Mann. Alter. Das ist boring, Alter. Tja. Er legt die Hostage noch ganz an den Rand vom Gebäude. Das ist, so macht man das. Oh, sie machen Berettas only. Ja, das ist auch okay, wenn sie das wollen. Ah, nee, man vergisst immer, dass das die Secondary Pistol ist. Hey, halt mal die Fresse jetzt. Ich bin übel high, Alter. Oh, Junge, Alter. Hustenmedikamenten. Oh. Ich kann überhaupt nicht, was abgeht.
Worauf habt ihr Bock? Nächste Runde. Taser-Knife-Duell? Was denkt ihr? Oder was? Ich sag, nur Knacks und saure Gurkenlecker dürfen Rifle haben, alle anderen nur Pistols. Oder ist das zu komplex, um das jetzt hier... Das fände ich irgendwie nice. Oh, die Hostage kam durch! Ja, shit, Alter. Das war sogar eine normale Runde. Oder sollen wir sie erstmal noch eine normale Runde fahren? Ja, ich mach mal Pause. Ja, der Chat kann auch mal was. Der Chat kann auch mal was. Das wollte ich auch sagen, Franz. Ja, guck mal, ja, der Chat ist einig mit mir. Ihr dürft auch gerne vor, wir sind hier interaktiv. Ich lese euch, Mann. Ihr könnt hier gerne auch was sagen. Boys. Wenn ihr Ideen habt. Ist hier jemand, der reinscheißt? Du weißt, ob hier jemand reinscheißt. Kennst du jemanden namens Reinsch? Nein, es sind alle ready. Du kannst wieder. Kennst du jemanden, der reinscheißt? Let's go. Was meinst du? Jemand namens Reinsch. Achso, ich glaube, da falle ich jetzt lieber mal nicht drauf rein. Das war ja ein guter. Jo, Lauri. Es tut mir leid, ich bin krank. Aber trotzdem bin ich hier. Was dieser Mann für euch hier auf sich, Junge. Guck mal, was da alles rauskommt. Das wollt ihr gar nicht sehen. Hier ist ein ganzer Bucket neben dran. Voll geil. Ich weiß erstmal, was auf dem Kurs. Oh nein, der ist down gegangen. Okay, dann knackst du. Tja, Isa, dann ist ja wohl deine Schwester jemand, der reinscheißt. Und zwar ganz offiziell, will ich jetzt mal behaupten. Knacks hat eine Creek, Digga. Habs hat die Waffe aufgehoben, aber hat es natürlich nicht getroffen. Was kauft er denn für eine Waffe? Doch, Phil hat gerade mit einer Waffe gekillt. Oh. Ja, er hat noch nicht getroffen. Ja, doch, stimmt, er hat die aufgehoben, ja. Oh, knack, so brennt! Junge. Chala gegen Gun. Junge, Autobahn. All in of King Chala. Wirklich. Ich hab's nicht rechtzeitig gesehen, Digga. Phil ist schon ein Opfer. Ah! Junge, will. Noch eine Runde, oder? Ja, der Chat kann auch mal was vorschlagen, Junge. Gib uns was. Ich will das nochmal sehen. Ich will noch einmal Gurkenlecker vs. Knacks sehen. Junge, Borian! Und hier sind 29 Leute im Chat und keiner kann hier eine Welt. Warum hat Gurkenlecker keine Rifle? Ich glaube, er will einfach. Ah, jetzt Kalar droppt ihm. War das eine abgeschraubte M4? Ich hab's gerade nicht gesehen. Gurkenlecker muss hier erst noch. Nein, er ist pleite. Da hat er die. Knacks, aber auch aggressiv, dass er nach vorne geht. Finde ich wild. Junge, Gurkenlecker. Junge, Gurkenlecker. Nein, ja! Er hat nur 4 Bullets, er muss sich den Reload ziehen. Oh komm, so ein Gurkenlecker Money 5 würde ich so episch finden. Vorschlag für die nächste Runde: Gurkenlecker bekommt Dropout für eine Runde, aber es wird ihm nicht gesagt. Ja, aber ich kann das nicht anmachen, er müsste das selber machen. Er switcht einfach auf die Berettas. Warum spielt er denn Berettas? Er hat keinen Bock zu reloaden, I guess. Okay, er hat den 3K schon hier im Sack. Oh nein, er dreht sich weg! Okay, Jungs, was für die letzte Runde der ersten Hälfte? Kannst du die Gravity umstellen? Oh, dass die Gravity niedriger ist, dass man doppelt so springen kann und dreimal so hoch. Oh, was denn? Aber sag's halt nicht. Was für Commands muss ich da umstellen? Warte, ich guck schnell. Ja, das macht für nächste Hälfte. Blau ist es eh genau. Den einfach nur SV unterstrich Gravity und ich glaube 800 ist der Standard, also machst du 400. 800 ist Standard und 400 ist das dann mehr oder weniger? Also wird man 400 ist weniger, also, okay, so 100, also 130 wäre wie Mond. Weiß jetzt nicht, ob das durchging. Es ist drin, ja, also wenn ich in die Konsole gehe, dann steht 400 da. Okay, perfekt. Also weiß nicht, ob das so großen Unterschied macht, aber werden sie sehen. Ja, finden wir es raus, ne? Ich hab's jetzt mal auf 400 gemacht. Und hab denen gesagt, das ist eine Knife-Taser-Runde jetzt. Ja, okay, ich freu mich. Aber G ist doch 9,81. Wir rechnen mit 10, okay? Wir rechnen mit 10. Wie bei Ach, ich rechne mit Pi Quadrat, was soll's. Ja, die fallen alle langsamer. Ja, Junge, sie haben es gerafft. Wie lang braucht Drunken, bis sie es raffen? Egal, die haben es auch schon gerafft. Junge.
Nein, Kaps, das scheiße. Er hat ihn verletzt. Oh. Sau gut, lecker. Oh nein, er lebt. Boah, David. Junge, Assassin's Creed, Digga. Oh. Hä? Lol, hat der ein Glück? Ist er verloren? Hä, hat er das nicht gerafft einfach? Oder war das Absicht? Ich weiß nicht, wo dann. Ist Simi? Ich weiß nicht, wo Simi ist. Und nächste Pistol Round macht Host. Simi machen wir noch das Host Timescale auf eine andere Zahl. Oh ja, genau. Also, jetzt Host Timescale auf 1,5 oder so. Oder 0,5 oder wie du willst. Okay. Ah, dann, ja. Also, Gravity kannst du lassen, 800, wie du willst, oder? Aber. Ja, 800 ist Standard. Ich ändere mal kurz das Overlay. So, ich habe jetzt auf 1,5 gemacht. Warte mal, ob sie es merken. Ja, man merkt sich schon bei den Waffen. Die laufen für mich normal, oder? Jetzt ist normal, ja. Sollte es ja eigentlich nicht sein, oder? Nicht durchgegangen wohl. Oder ist es nicht normal? Nein, es ist normal. In der Konsole auch. Vielleicht nicht durchgegangen, warum auch immer. Egal, normaler Pistol Round einfach. Hab's da? Oh, fast ein Knife. Oh, David, Alter. Junge, David hat aber auch schöne Barrette, das muss ich sagen. Das wäre jetzt eine wichtige Pistol Round für Starsam, hier noch ein Comeback zu starten. Die schönen grünen Cobble Collection. Bisschen auf Skins können wir auch reingehen, oder? Wir sind hier ein bisschen. Ja, ich will das Game eigentlich noch verlängern, also müssen wir es jetzt einfallen lassen, wie wir Drunken After weniger viel machen. Oh. Kala ist so am Baiten, das ist so krank, Digga. Wie wär's denn? Oh, der scheißt rein, den 3 AP. Mit Drunken After darf nur Bison kaufen. Okay. Boah, ich glaube, das hilft denen da fast, oder? Ich weiß nicht, also saure Gurkenlecker ist krank mit Bison, das weiß ich. Spätestens seit dem Kill vollen. Ja, Chat, helft uns doch mal, Mann, hier. Man muss sich auch immer um alles bitten. Ihr seid doch so kreative Köpfe hier. Oh, oh Kala! Jetzt hab ich grad nicht hingeguckt. Trunk After darf nur im. Versuch doch mal das mit der Timescale dann, oder? Das ging nicht durch, ich hab's nochmal probiert. Jetzt wirklich nicht, komisch. Warum geht das mit der Gravity dann? Komisch. Weil es ein Host-Command ist vielleicht, muss ich dafür irgendwie kommen. Eagle, Doni, hier die ganzen Fehde hier, ihr seid doch... Also hier, Bison-Only-Runde von Drunken After, jetzt hier, Bison-Force-By. Langspanz holt's hier raus. Verlammt, Playdown. Blind, oh nein! Das klippt mich, Digga. Du bist so ein Arschloch. Oh nein, das gibt's doch gar nicht. Und da ist wieder das Dream Team, die auf die man zählen kann im Zweifel. Oh nein! Die Bison Only Runde reicht! Sau Gurkenlecker, dass es halt nicht so OPs spielt halt mit Lenkrad heute, das ist halt. Ja. Und schießen tut er auf den Gas. Was machen wir jetzt hier nicht so eine Drunken After? Das sind auch stark mit Bison. Zu stark. Man darf nur die Negev draußen haben, das ist klar. Ah ja, komm mal. Eine Runde mit Riot Shield, ich glaube, das ist ja nicht inkrementiert, leider. Das müsste man. Ja, das ist nur in Hostage Casual, glaube ich. Also, ich glaube, das nächste Runde, weil ich meine. Scout No Scope auch wild. Scout No Scope finde ich auch nice. Scout No Scope. Boria, jetzt kaufst du auch eine Negev. Wir könnten auch eine Runde Flying Scoutsman machen. So. Ah, ja, Glück gehabt, Digga. Ali, Enzo für 9, Digga. Oh, der kauft die ganze Zeit nur Scheiße. Er ist so excited, Gott, er gibt irgendwie 10k aus für den falschen Guns und springt dann von der Map, Digga. Weil er gewusst hat, was passiert, weil er die jetzt hat. Oh Mann, ey. Oh, Gun und Langpanzer. Aber wenn du zwei Leute im Klatsch willst, dann die. Oh, Gun holt die andere Waffe. Nicht. Oh nein, die werden ja nur hops genommen. Wir könnten eine Flying Scoutsman Runde machen. Gravity richtig, richtig low und nur Scout No Scope.
So. Wie sieht's aus im Geld? Hat ihr da? Ja, der Lost ist halt 1,4. Saure Brückenlecker. Dem, wo man es am ehesten wahrscheinlich sehen möchte. Danach Anubis. Guck lecker an Bock. Jungs. Ich habe einfach alles scout. No so, die haben nicht genug Geld für Sasa. Egal, hat der saure Gurkenlecker Pech gehabt. So, auf was soll ich die Gravity stellen? Auf 150. 300 vielleicht. 150 auf aggressiv. Wie ist das gemacht nochmal? SV unterstrich Gravity, oder? Ja. Genau, ja. Und 150 oder was? Ja. Dann okay. Mal los. Sie wissen nicht, was ihnen blüht. Das Problem ist, dass jetzt hier nicht perfekt genau ist, das Scout wie im. Ja, das macht's ja noch Scouts besser. Drin. Das macht's ja noch besser. Egal. Das Ding ist, die CTs merken es halt sofort, weil die da runterjumpen. Ne? Kann ich saure Gurkenlecker theoretisch Geld geben? Nee, oder? Ich glaube nicht. Ja, weil der soll sich einfach einer aufheben, wenn jemand ja, stirbt. Der aber ich kick schon. Ihn jetzt nicht, weil er hat ja kein Geld, der kann das ja nicht ändern. Er wurde einfach getunkelt. Gut, dann können wir dann auch nichts machen. Ja, okay. Unlucky. Junge, jetzt müssen wir. Oh, Junge, die springen schon aggressiv. Ja, okay. Junge, Danny, Grüße an dich. Ja, gut. Oh, Junge. Oh, wo die alle fliegen! Komm, David, spring ums Eck, ich will's doch sehen. David, für mich. Er springt ums Eck. Knacks! Nein! Oh. So ein Rentner, der Typ. Oh! Juni Money Free! Nächste Runde, Alter. Saure Gurkenlecker imitiert perfekt die Konsolen, guck mal. Ich hätte ihn jetzt nicht gekillt, der hätte alleine aufheben sollen, mein Gott, Alter. Junge, ich glaube, Gurkenlecker ist ein bisschen sauer. Der ist immer sauer, der macht das Leben schwer, das ist so ein richtiger Male Karen, Alter. Was machen wir jetzt? Ja, Chat, man, auf geht's, Jungs. Jungs und Mädels. Hier, Isa, ah ja, schreibt sie rein, aber wenn ich sie direkt anspreche und sage, gib uns jetzt hier eine Runde, eine nice. Wenn ich Gravity auf 1000 mache, kann keiner mehr springen, oder was? Ja, wenn du es, naja, bei 1000 schon noch, aber bei 2000 oder so, viel mehr Fallschaden und weniger springen, ja. Viel mehr Fallschaden. Okay, wir finden das jetzt raus. Was für eine Guns, was denkt ihr, ist nice da? Alle P90, only, oder? Only, oder sag only SMG. Weil zu hoch stirbst du sogar bei Treppe. Ist 2000 zu hoch? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schon. Ja, okay, dann machen wir 1500. Gibt doch diese fette Armor. Ja, so game-changing Sachen das können wir jetzt nicht. Halt nicht machen. Okay. Nur Granaten, schreiben sie. Ja, wir machen jetzt erstmal... Nur Granaten, okay. Alle okay. P90. Das merken haben wir überhaupt genug für alle P90? Nee, ein paar fehlt das Geld. Okay, dann ja, dann sag SMG. Ja, oder eben nur HEs mit Infinite Ammo. Ja, das können wir danach noch machen. Jetzt erstmal eins nach dem anderen. Ich bin immer noch... Ja, ich mache jetzt nur HEs und das mit der Gravity. Weil ich glaube bei der... Nee, Jungs. Ich glaube bei der Gravity sterben Drunken After, sobald sie den Spawn verlassen. Ja, natürlich hatten wir das ja, mal das bei einer Map. Aber auf der Map ist es ja nicht vorgesehen, das mit der fetten Ammo. Nein, bei der Gravity. Guck mal, Drunken After. Ja, du hast recht, die sterben wirklich dann falsch an vielleicht. Du hast recht, ja. Ja, dann lass das Live-Round sagen und einfach gucken, ob Drunken After sterben. Okay. Das ist ein Experiment, Alter. Ich freu mich. Wissen wir jetzt nur im Stream, ob Drunken After stirbt. So. One in the Chamber, no scope. So, Jungs, wir müssen euch jetzt darauf vorbereiten, dass Drunken After beim Spawn verlassen alle sterben. Ich hab so Bock. Oh, mit 2000, ja, ich schaden, wenn sie sicher nehmen, sterben vielleicht, wer weiß. Wir finden es jetzt raus, Alter. Drunken After am 13 Runden ist nicht so schlimm. Wie ist das geil. Wie er springt, wie er springt. Aber die von oben runter springen, weil da wo David ist, ja, die kommen nicht runter, der kann nicht springen. Ja, wenn die runterspringen würden, würden sie einfach sterben. Das Geländer schützt sie einfach vor ihrem sicheren Tod. Oh, David stirbt vielleicht schon etwas an. Oh nein, David, Digga. Phil ist so los. Ey. Oh, David. David, tu's nicht.
Wir sind leider alle wanted jetzt für lange Abend. Er hat sein Knife weggeschmissen. Alrighty, das war ein bisschen asozial. So, MP Pause Match. Alrighty, was war noch für Ideen? Grenade only jetzt wollt ihr, oder? Was ist Grenade only Infinite Ammo? 800, ja. Okay. Only Crouch können wir danach machen. Nur Suicide, schreibt Jakob. Auch eine gute Idee. SV Infinite Ammo 1. Check mal in der Konsole, ob's passt. Ist es durchgegangen, Witcher? Warte. Ja, ist es bei mir. Okay, hoffe ich kann's. Ich hab die Gravity da zurückgesetzt. Und nächste Runde wollen wir Crouch Only machen, oder was? Crouch only finde ich auch. Full by Crouch only, weil jetzt haben wir alle wieder genug Cash. Naja. Oder P9. Boah, danke, Alter. Da, mit dem Flash, wir schauen den Spawn. Alter. Ich hab da eh only gesagt. Ey. Alter, ja, der crasht auf den Server, wenn er das macht. Das soll mal aufhören. Oh Mann, oh nein. Please no crash server. Ich krieg das auch. Hat das, also meine FPS sind schon um 50 niedriger. Ich hab da, ich musste da mal kurz was gegen machen. jetzt musst du auf saure Gurken lecker bleiben, da kommt was Gutes. Weil es hat schon mies angefangen zu laggen. Oh, guck wie es laggt, Alter. Oh, saure Gurken lecker. Oh, Leroy Jenkins. War klar, dass David wieder versucht, den Server zu crashen. Ich hasse es, Alter. Ich habe ja eigentlich HE only geschrieben, aber ist mal nicht so böse. Ach nee, das ist schon fein. Junge Kalal. Oh Junge, das Close-Up-Duell. Oh, jetzt guck mal, wie der Server lenkt, weil hier alles rumfliegt. Shit. Eis, und da gehen wir gleich nach dem Match drauf rein. Da werden wir gleich mal Ruhe. Oh nein, Gott, Black Eis im Klatsch und er wirft immer. Nein, geil. Crouch only? Full. Waffen egal. Oh, aber erst fix mal die Scheiße hier, bevor David nochmal alles kaputt macht. Ja, ich finde, Emma ist wieder null. Boah, Danny hat die Sperre aufgehoben, okay. Aggressiv, mal abwarten, ja. Warum gönnst du den Typen, Danny? Ich glaube, Danny braucht Freunde. So, nur ducken. Full bei nur ducken. Ey, muss ich David kicken? Weil er den Server crasht, will auch den Sauerkurkleck als einen Autosniper gekauft. Ey, Crouch schon eh die ganze Zeit. Für ihn ist das eigentlich Home Turf, was wir jetzt hier spielen. Das ist sozusagen jetzt der Rätsel-Modus. Oh, der Rätsel-Modus oder Isa-Modus? Oh, ja, RDRL, Bruderherz. Ja? Wer zu viel rennt, wird vom Server gekickt. Ah, das. Junge, aber nee, doch halten sich alle dran. Ihr müsst auch ein Auge drauf haben. Ob irgendwer bescheißt, dann kick ich den. Junge, ist das slow. Oh nein. Müsste da alles noch normal aus, so. Oh, ist auch ein Gurkenlecker mit M2 für 9. Bella und Carbs mit einem seriösen Boost. Boah. David hat's mies zerrissen, Alter. Junge, aber wenn man den Molly auf jemanden schmeißt, dann verbrennt er einfach komplett. Echt so? Der kam jetzt ein bisschen early. Die dürfen da nicht rausgehen. Irgendjemand macht, muss auf der Treppe ein Ace machen. Komm, Kala, ich vertraue in dich. So ein fetter Molotov wäre jetzt so, ja, wild. Kala hat hier wirklich. Hat, was macht der denn? Warum spielt er? Was macht denn Kala? Was passiert denn hier? Oh nein, die heilen! Sieht gleich den Fuß. Sieht den Fuß nicht. Kala, komm! Oh, Borian, Digga! Oh, Kala! Hol doch die Kiste raus, du hast doch wenig. Oh nein, okay. Jungs, wir müssen uns noch was einfallen lassen hier. Damit Dasa After eine Chance haben.
Alrighty, was geben Chat, wir für ein Handicap Drop? Gibt uns was, gibt uns was. Gibt uns echt was. Machen wir ein P90 vs. Bison. P90 vs. Bison. Tanker after nur Pistolen. Und Starzer after alles. Nehmen wir es damit. Jetzt haben wir schon mal Deagle only. Pistols vs. SMGs. Ja, Crosshair wäre eine Idee. Ja, das kann ich halt nicht kontrollieren. Crosshair ist halt dann bei allen, oder wie? I guess. Ja, Pistols vs. SMGs, was meint der Chat? Ich mach jetzt ihr Sasa after alle P90. Ihr Drunken After kaufen jetzt P90. So, was Drunken After? Ja, ich meine, ich werfe Pistolen. Ich glaube, dass die da immer noch gewinnen, aber. Wie wär's denn mit Ich hab jetzt schon was gedroppt. Deagle vs. fucking P90. Wenn die das nicht hinkriegen, dann ist Sasa After echt nicht zu helfen. Auf geht's. Ein paar Deagle-Schellen gegen P90. Post-Timescale 2. Witcher, was macht das? Post. Ja, das haben wir ja schon probiert. Haben wir versucht, dass man das alles doppelt so schnell ist, dass du doppelt so schnell läufst, schießt, alles halt. Alright, P90 vs. Deagle. P90 vs. Deagle. Boah, das ist da. Diesen Low, das dürfte die jetzt nicht. Entschuldigung, bitte, wer hier ist. Ja, Digga, alles gut. Ja, true, Isa. Alrighty, P90. Hat nochmal gereicht. Komm, noch was Witziges hier. Ich will was Witziges. SV Bounce 1000. Okay, ich mach das jetzt. Können wir damit vertrauen? Chat? Boah, Junge, da gleich. Ja, das ist so mit, da kannst du so über Wände springen und so dann. Okay, wir machen das jetzt. Was 1000 macht, weiß ich nicht, aber. Ich meine, das klingt schon ein bisschen zu hoch, aber. Ja, never mind. Das ist jetzt. Ich glaube, man kann es versuchen. So, alle Nova und ich habe SV Bounce auf 1000 gemacht, was auch immer das macht. Ich glaube, dass man dann über Wände springen kann, aber 1000 ist schon irgendwie hoch. Ich glaube, dass da auch 10 reicht oder so. Über Wände springen ist auch schon. Wie willst du denn hier in einem Haus über? Ich habe es jetzt einfach getan, Alter. Aber was war der Standardwert? Geh mal auf Cetis. Ich möchte jetzt sehen, die springen ja am Anfang. Was da bei denen jetzt gleich passiert, wo die jetzt gleich landen. Ich glaube, es ist so mit Wänden. Aber David, man muss David zuschauen. Ich glaube, 1000 ist zu hoch. David macht gar nichts. Hat nicht funktioniert. Warte, Digga, ich hab Bounce angemacht. David wieder am Griefen, Alter. Boah, Drunk After Regeln hat. Das könnte die letzte Runde des Showmatches sein. Außer Carla hat noch was dagegen zu sagen. Oh! Ah! David to keep his team alive. Ja, Bounce ging nicht durch. Hä? Was? Ja, genau, also du kannst halt. Du schmeißt sie sozusagen in die andere Richtung dann weg halt. LOL! Also ich dachte schon, ist die Hose sozusagen. Ja, das findet man. Man fliegt ja nicht einfach so gegen eine Wand im Game, also das findet man ja nicht raus. Oh! Was war das denn? 5 AP? Gegen Knacks, das muss David haben. Komm schon, David! Was? Geil! Er nutzt das. Oh, Junge, mein Hals, ich schreie zu laut, Alter. Ich weiß nicht, als würde es dir gut gehen. Du schreist hier. Ja, es. Aber mit einem normalen Wert, so 20 oder so, wirkt es dann halt so wie ein Wandsprung halt. Ein bisschen weniger lächerlich ist das. Aber kann man auch machen. Was nochmal hier? Ich mach mal erstmal Bounce 20. So, welche Gun? Was hatten wir noch nicht? Gibt's uns was? SV Bounce 20? say alle XM 1014. Komm, ein XM-Duell mit SV Bounce. Einhändig in Klammern Bier in der Hand. Ja,
Junge, SV Bounce, Alter. Scheiße. Rematch nach Best of 5. Liebe geht raus. Junge, ihr könnt gerne Rematch nach Best of 5 machen, aber das werde ich nicht kommentieren. Junge, 1, 2, 3, 4, 5. Ui, David hat es gerade zerrissen. Habt ihr das gesehen? Komm schon, David, zeig uns was. Oh, Junge, Kala! Guck mal, Kala ist. Kala ist voll. David ist einfach gestorben irgendwie. Er hat's aus der Map gehauen, glaube ich. Oh nein. Oh, Licht bei 9,15. Aber irgendwie kriegen die es nicht komplett hin. Und Gott lecker. Oh, weißt du, er gibt einfach einen Fick auf die ganzen Einstellungen. Er spielt einfach konsistent. Oh, Kafsa, klärst du die Corner? Er klärt sie nicht. Er kriegt sie. War das knapp. Grund findet aber sauer Gott lecker. Ja, die Gemälde kenne ich auch noch nicht ganz kaputt. Ich hab sie aber auch nicht kaputt. Boah, der erste Hit war ja insane. Carbster. Aber beide, also haben alle low, es ist machbar für Carbster. Ja. Und ist ein bisschen Winkel. Oh, er läuft raus. Oh, no, es ist durch, GG, Jungs. GG. Ich würde sagen, wir müssen die Kanalwette auflösen. Jetzt habe ich endlich mal wieder ein bisschen Punkte. Schau mir aufs Scoreboard, ja, Gurkenlecker und sie. Junge, das ist wild. Also Gurkenlecker, wirklich großes Heads up, hätte ich nicht gedacht. Sie ja, keine Ahnung. Und Borian hat gecarried bei Drunken After, das ist auch krank, wild. Alter. Ja, GG's war ein witziges Showmatch, hat wirklich getaugt. auch wenn ich David kicken musste, weil er sonst den Server gecrashed hätte. Gibt's Interviews beim Showmatch? Ja, können wir machen, oder? Kurz können wir mal reingehen, ha? Bisschen allgemeine Stimmung. Ich denke mal, es war bei uns ein guter Call. Ja, es hat ein bisschen gedauert, bis das angekommen ist, aber. So. Das war schon witzig. Also, let's do it, Alter. Map finished. Und. Paul, Showmatch, Digga. Ja. Drunken After mit einem großen Auftritt auf ihrer Home Map. Gehen wir mal in die Interviews. Erst Sasa, oder? Ja, stimmt, erst Sasa. W1TCHER was moved to your channel. Hallo, GG's. Hallo. GG's. Woran hat's gelegen, Jungs? Haben wir nicht gewonnen? Ja, nicht an mir, Digga. Nee, du hast vorbereitet. Du hast overperformed, muss man sagen. Du war einfach kranke Schotte. Es gibt halt auch wenig Referenzwerte, muss ich an der Stelle sagen. Ah, Digga. Oh Mann. Oh, Digga. Das war ja, hat es euch wenigstens Spaß gemacht. Nee. Also, außer dass die ganze Zeit die SSG in der Nate Round aufgenommen hat, ja. Also, hast du Auto-Pickup auf oder was? Ja, Digga. Oh, Junge, das ist ja ein Joke. Warum hast du Auto-Pickup an, Alter? Egal. Warum kaufe ich auf X, frage ich mich hier nicht mal. Was? Ja, das Story ist ja doch. Ja, aber ich habe Auto-Pickup aus. Ich habe auf X gekauft, jetzt kaufe ich wieder auf C. Ich kaufe auf B, Alter. Nice. Ach so, jetzt kaufe ich. Nee, actually, ich kaufe. Nee, doch, ich kaufe wieder auf X. Ich habe zwischendurch auf C gekauft, jetzt kaufe ich wieder auf X. Ja, auf egal, darum geht's nicht. Scheiß drauf. Ich habe eh die besten Settings, bin auch der Best Player. Mm. Während Franz halt Gold 1 ist. True. Hardstuck. Tja. Ja, ich muss sagen, David, Alter, dich hat es in der letzten Runde zerrissen. Hast du zu weit gebounced. Bro, das hat mich irgendwie von einem Bounce in den anderen Bounce, dann wieder in den anderen Bounce in irgendeine Ecke und dann bin ich einfach gestorben, Alter. Junge, in der Runde davor haben wir halt, wie du gesagt hast, SV Bounce auf 1000 gemacht und dann hat es keiner gemerkt und dachte, es geht halt nicht. Und dann hat es aber einfach niemand verstanden, die Mechanik, und dann hast du am Ende da einfach gebounced. Das war eine kranke Runde. Ja, ich hab's auch nicht so ganz gecheckt, weil... Eigentlich habe ich gedacht, man muss nur gegen eine Wand springen, aber du musst halt alle Tasten loslassen. Also du darfst so, ja, du musst halt gegen eine Wand springen, ohne noch irgendwas gedrückt zu haben. Ne? Okay, aggressiv. Also hast du verkackt eigentlich. Ja, und Host Timescape wollten wir auch anmachen mal, aber das ging irgendwie nicht durch. Okay, vielleicht muss man das vom Server aus machen. I guess, wahrscheinlich. War aber auf jeden Fall mega witzig. Am Anfang erst so ein normales Game, da haben wir gemerkt, das entwickelt sich ein bisschen zu uns, dann haben wir uns ein paar nice Challenges ausgedacht, auch ein paar mit Hilfe vom Chat. Ja, später Rematch, Anubis.
Später Rematch Anubis. Ich weiß nicht, warum eigentlich Anubis? Ich hab einmal mit saure Gurkenlecker ein MM auf Anubis gespielt. Und das war das schlimmste Match, das ich jemals... Weil ich eine Map wollte, die keiner mag. Und Jakob hat nach der dritten Runde, er hat gefragt, welche Pistole ist krass. Dann habe ich gesagt, Deagle. Und dann hat er nur Deagle gespielt, auch in den Gun Rounds. Und hat dann nach drei Runden gesagt, er hat keine Lust mehr. Dann haben mich auch meine Teammates geschossen und mitgebannt. Das war das letzte, also früher war das ja gang und gäbe, dass man so eine 7-Tage-Sperre bekommen hat. Und das war, glaube ich, das letzte Game, wo ich wegen Team Damage gekickt wurde. Geil. Alrighty, starkes Match. Wir hoffen, ihr bleibt noch ein bisschen im Chat und gibt noch ein bisschen, ja. Macht noch ein bisschen Ein kleinen Delay wird es geben fürs Grand Final, weil es jetzt Overall Delay gab, aber ich würde sagen 1940 oder so geht's los. Safe. Das war nicht unsere Schuld. Ja, das war David Schuld, weil er den Server breaken wollte, indem er unendlich Nades droppt. Da muss ich ihn kicken. So ein Wichser. Nur deshalb. Als da dann HIs reingeflogen sind und die ganzen Props da sich bewegt haben, hat der Server so geleckt, Digga. Das war so krank. Deswegen hast du zu mir gesagt, ist deine Nade in die ganzen Flashes werfen. Ja, natürlich, Digga. Er will jetzt aber. Ja, aber ich hab auch vorher, Digga, 26.000. Flashes dahin getroffen. Habe ich nicht gesehen, aber damit habe ich dann nicht mehr aufgehört. Den musste ich dann entfernen, leider. Können wir bitte für ASC4 einführen, was vor dem Games der Teamleader jeweils eine Ansage droppen muss ans andere Team? Ja, können wir machen. Also aber entweder in Form eines Gedichts oder in Form eines Tracks. Das kann man ja dann noch ausarbeiten. Alright, wir gehen runter zu Drunken After. Es hat mich gefreut, euch hier zu sehen. Schade, dass es nicht gereicht hat. War richtig geil. Ciao. Danke für den Sub, Studi! Servus, Alter! Drunken fucking After! Was eine Performance, Alter! Ihr habt nicht gelogen, als ihr gesagt habt, auf Agency fahrt ihr drüber. Auf Agency das ist quasi wie spazieren gehen zu Hause, Alter. Da weiß keiner was. Immer vor allem Bori, ich hätte noch nicht so carried sehen. Ja, ich. Ja, da wohne ich quasi, also. Ich weiß ja auch nicht. Einfach die Hood gewesen. Ja, safe. Diese eine Gap, wo er unterm Schreibtisch durchgeguckt hat, auf die Treppe, oder sowas widerlich, das habe ich ja noch nie gesehen. Ja, das ist Autismus. Das ist echt mies, das macht man eigentlich nicht, aber. Ja. Ja, diese Map einfach Heimat, Digga. Junge, Alter. Krank, Mann. Also war echt sportlich. Muss sagen, Meinung als der SV Bounce an war und ihr habt das nicht gemerkt und David ist auf einmal. Auf der anderen Seite von der Halle gewesen und hat den Klatsch geholt. Habt ihr das gecheckt? Ich hab das irgendwie nicht verstanden mit SV Bounce. Nee, ich hab's auch nicht gecheckt. Mit SV Bounce, da musst du irgendwie an die Wand springen und dann jietet es dich an die nächste Wand. Du musst alles loslassen. Die haben gemeint, man muss irgendwie alle Keys auch noch loslassen. Das ist ganz weird. Wir wussten auch nicht ganz, wie sich das verhält. David hat das ja vorgeschlagen, hab ich's angemacht. Aber ja. Ich hab so an einem Klingelkasten, ey. Ja, ich muss gleich noch Uni machen, Alter. Ich weiß nicht. Ja, aber nebenbei bitte das Grand Final laufen lassen hier. Ja, ja klar, safe. Auch wenn das hier schon ein kleiner, schon auch ein geiles Final war. Wer von euch hat denn sich 10-mal verkauft und ist dann einfach runtergesprungen? War das Borean? Nee, das war Ryan. Das war Ryan. Wir waren die ganze Zeit drauf im Stream. Wir haben es alles live angesehen. Junge, das war so gottlos. Er kauft sich. Flo meinte, glaube ich, sogar noch, ich soll irgendwie legen oder so. Und ich habe mich dann beim Legen noch verkauft. Die M249, Digga. Dann die XM und dann der Suicide, weil er wusste, ich muss ihn sonst kicken, Digga. Ja, safe. Das war so witzig, Digga. Geil. Ja, und da in der allerersten Runde mit Challenges habe ich es aber auch geschrieben, schon in der Mitte der Previous Runde. Und habe dann gemerkt, ich habe es nicht gesehen, habe es dann nur mal geschickt. Und dann musste ich euch alle entfernen, einfach nur um den Regeln treu zu bleiben. Aber ich habe schon gemerkt, dass ihr da das ganze Game in Kontrolle habt. So ein bisschen kicken war auch egal. Alrighty. Ja, aber Boys, war funny, die anderen waren auch cool. Also war chillig. Ich muss sagen, Sau Gurkenlecker ist halt der krasseste bei denen da drüben. Hat leider ein bisschen underperformed. Tja, kann man nichts machen. Ansonsten wäre das ja 16-0 für die gewesen. Ja, sicher. Also überall anders, aber auf Agency ist ja 16-0 für uns eigentlich, ohne diese Troll-Regeln vorprogrammiert. Er hat ja eine Ansage gemacht, könnt ihr diese Performance auf Anubis wiederholen? Nee. Aber aber nochmal zu der Entzugsgeschichte, also... Das ziehen wir ja auf jeden Fall nicht durch, oder? Also ich gönne das niemandem, 4 Monate auf den Zug zu gehen. Ja, also ich glaube, die sollen
Ich glaube eher, die müssen für uns 3 Bier in Folge exen, dafür, dass wir gewonnen haben. Ich glaub, das müsst ihr privat ausmachen. Jungs, wir können hier niemanden zu irgendeinem Konsum zwingen. Ja, oder, klärt das mit denen. Tobis Bonschmann per Post zugesendet hat. Ey, bleibt menschlich, wirklich. Scheiße, das macht mich irgendwie ein bisschen geil. Oh. Ja, ihr könnt das ja nochmal privat in DMs klären. Ich glaube, ja, okay, wenn ihr auch noch ein bisschen Wut habt oder so, saure Gurkenlecker, hat auch jemand von euch zum Rap-Duell schon rausgefordert. Also, oh ja, oh ja. Kann man sich da ja auch noch irgendwie was. Easy. Ja, yes. Ich wünsche euch noch viel Spaß heute Abend. Ja, also Boys, es war ein Banger-Show, ja, wirklich. Wir sind live dabei. Es hat Spaß gemacht und wir verabschieden uns jetzt und in so ja, 20, 30, 35 Minuten spätestens geht das Grand Final los. Ich muss jetzt hier ein bisschen was preparen, deswegen verabschiede ich mich. Aber schön, genau das habe ich mir beim Showmatch vorgestellt. Wir verziehen uns wieder hoch in den Streaming-Channel. Sehr schön. Liebe geht raus. Sehr schön. Nice Game. Ihr seid wirklich Agencies-Legenden. Ich hab nicht so wenig versprochen. Alrighty, Witcher, falls du auch noch da bist, ich gehe jetzt full mute. Und wir kommen zurück dann zum actual Haze-Game gegen GoodLove69, aber ich lasse den Stream live. Ich ändere jetzt einfach hier alles. Jo, stupst mich dann einfach an, oder? Mach ich. Oder ich werde sie mitbekommen, wahrscheinlich. Ciao. Sound microphone muted.